Sie haben ja netterweise die aktuelle Image-Kampagne angesprochen. Und da wir heute über Finanzen sprechen, wollte ich Sie eigentlich mal fragen, wie hoch sind denn die Kosten für Ihre tolle Image-Kampagne? Einfach. Wann haben wir eigentlich einfach verlernt? Einfach machen, ohne zu planen. Einfach vorbeikommen, statt ewig zu chatten. Richtig lächeln, statt Smileys verschicken. Einfach die Tür auflassen, Sperrangel weit. Einfach auf die Straße gehen, ohne das Gefühl, in den Krieg zu ziehen. Einfach einen Ort finden, der zum Zuhause wird, ganz ohne Erbe, Lottogewinn, Spekulation. Wo man einfach draußen spielt, vier Freunde trifft und keine vierspurige Straße. Einfach machen, was man will. Und wie hoch sind denn die Kosten des Films, dass Sie das vielleicht hier auch noch einmal öffentlich darstellen? Und Sie haben von Kritik gesprochen. Da kann ich nur sagen, nehmen Sie sich der Kritik doch einfach mal an, die gerade medial an die Landesregierung zu dieser Kampagne herangetragen wird. Wir reden über Finanzen. Und da wir über Finanzen sprechen, möchte ich noch mal darauf hinweisen, wie verschwenderisch doch die Landesregierung mit ihren letzten Kampagnen umgegangen ist, ganz zu schweigen von den vielen Geldern für den BER, jeden Tag rausgeworfen werden. Verschwendete Gelder für die Pleitekampagne der geplanten Kreisgebietsreform, die damals mit 100.000 Euro geplant waren und am Ende bei über 300.000 Euro endeten. Das Leben könnte so einfacher sein. Ja, das sehe ich auch so. Zum Beispiel, wenn SPD und Linke mal aus ihrer Traumwelt erwachen würden.